Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum letzten Mal zum Hauptspiel hier beim Thermo Simulator Europe Edition. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir gehen heute die letzte Tour an, und zwar von Biarritz nach Nizza. Ich sag zwar nice arrival, aber es ist Nizza, der Flughafen wahrscheinlich, die Ankunftshalle. Also einmal unten an der Küste lang. Also, los geht's, würde ich sagen. Wir starten in Biarritz und können auch direkt hier die Glocke wieder auflassen, weil die wollen ja natürlich alle ihr Gepäck loswerden. Mahlzeit, ist das gültig? Ja, natürlich, haben wir nicht geguckt. Toulouse. Bin ich hier richtig? Danke sehr. Ja. Mahlzeit, bitte, danke. Toulouse. Marseille. Ja, wir müssen schon sagen, wenn es sich richtig ist. Bin ich hier richtig? Danke sehr. So, ich hoffe, ich gehe durch. Mahlzeit. Mein Bitte. Nein. Nee. Mein Bitte. Vielen Dank. So, wo willst du jetzt hin? Nach Marseille. Mach Zeile. So, die Tour Nummer 21 wird die letzte Tour sein. Ich stelle schon mal das richtige Foto um dran. Ja. Gut. So, wir sagen mal kurz hier Bescheid der Firma, dass wir loslegen können. So, auf geht's. Die ersten Kilometer nach Toulouse sind 321 Kilometer. Die ganze Strecke hat 1077 Kilometer. 4 Zwischenstopps. Nämlich Toulouse, Marseille. Ja, 5. Toulouse, Perpignan, Marseille. Und die 2 Haltestellen in Nizza. Am Flughafen. Ja, damit endet dann quasi unsere lange Reise hier durch Europa. Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Den hat ja noch gar keiner gebracht. Das ist ja mal ein ganz neuer Spruch. Oh, geh mir auf den Sinn, geh mit deinem scheiß Auto, ey. So, jetzt fahren wir hier mal raus, damit wir... Naja. Also lange Strecke auf jeden Fall, heute nochmal. Die links, aber eine etwas längere. Mit, wie gesagt, fast 1100 Kilometer, die uns jetzt an der Küste von Frankreich im Süden entlang führt. Mal gucken, wie weit wir irgendwann ein bisschen mehr sehen. Und wir fahren jetzt als erstes erstmal nach Toulouse. Jetzt muss ich auch ein bisschen auf die Tankanzeige gucken, weil ich nicht zu 100% weiß, ob wir durchkommen. So, wir müssen jetzt hier nochmal kurz eine Mautgebühr zahlen. Oder auch nicht. Ich hänge mich einfach dahinter. So kann man es auch ein bisschen austricksen. Ach, der kommt noch nicht vorbei. So, Madrid Bilbao nach rechts. Da wollen wir aber nicht hin. Weil Spanien da nicht mehr drin ist. Aber final haben wir es dann am Ende 24 Folgen geschafft. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen gucken, dass wir mal auf die Tankanzeige gucken, Leute. Also. Halb. Entschuldigung, wo sind wir hier eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht.
Ich hoffe, Sie sagen es mir. Also halb voll sind wir jetzt noch. Ja, das könnte enger werden mit dem Durchfahren, ne? Ja, wir werden wahrscheinlich die erste Tankstelle hier auf der Autobahn nehmen. Dass wir dann einmal kurz voll machen. Und dann durchfahren. Diese Strecke ist ungefähr 100 Kilometer länger als das, was wir davor gefahren sind. Davor waren es ja 927, jetzt sind es 1077, also 150 Kilometer länger. Oh, ich habe natürlich nicht den Tag verstellt, aber es ist nicht schlimm. Warum auf einmal wenig rüber dürften? Boah, Alter. Upsi. Nö. Jetzt bist du gefangen, jetzt gehörst du mir. Ich habe gesehen, dass sie gebremst haben. Egal. Egal. Du Lutze. Einmal runter, nach der Lutze. So, hier schön dran hängen. Ja, so okay. Gehört sich das. Bleibt schön auf der rechten, eurer rechten Spur. Und geht mir nicht auf den Senkel. So, wir sind auf jeden Fall immer noch unserer letzten Runde. Wie gesagt, die Fahrt von Biarritz bis rüber nach Nizza, 1077 Kilometer an der Küste von Frankreich entlang, einmal quer durch. Ja, es wäre kurz, es gibt kürzere Strecken, also unter 1000 wären sicher, ich habe das kürzere, 1000 noch, paar zerquetscht, 1012 oder was gewesen, aber ist egal. Wir haben es jetzt einmal so gemacht, dass wir quasi jetzt einmal rübergezogen haben und jetzt wieder zurück. Und auf Nizza freue ich mich schon. Nizza soll ein schönes Eckchen sein. Wow. Wie gesagt, aber ich habe es euch ja letzte Folge erklärt. Ich habe ein Video gesehen. Oder eine Doku gesehen über den Anschlag damals in Nizza mit dem LKW. In der deutschen Schulklasse. Da sind ja Lehrerinnen und Schülerinnen gestorben. Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren. Was sie alle so denken, das interessiert mich herzlich wenig. Wir wissen noch nicht, wie es aussieht, aber es soll sehr, sehr schön sein. Aber mal gucken halt, wenn wir da sind. Aber es wird halt noch ein bisschen dauern. Bis wir dann so waren, vielleicht zwei Stunden. Real Life wird es dauern. Bis wir dann unten in Nizza sind. Es lag ein bisschen rum, ja. So, Bordeaux müssen wir ja nicht mehr, da kommen wir ja her. So, wir fahren jetzt straight in Richtung Toulouse. Und haben noch ca. 230 Kilometer vor uns, für heute, für dieses Video hier.
Aber wir wollen es, wie gesagt, heute nochmal durchziehen und dann habe ich zumindest das Thema durch. Ich mag es eigentlich nicht, wenn man mir so vor die Nase klebt. Ja, wir werden ja Frankreich auch nicht mehr verlassen. Und ursprünglich war es ja auch geplant, zum Abschluss dann quasi Hohenschwangau zu nehmen. Also Frankreich und dann Genf, Bern, Konstanz und Hohenschwangau und zum Abschluss zu nehmen. Das habe ich jetzt ein bisschen vorgezogen, als wir da von Innsbruck hingefahren sind. Dass wir jetzt quasi in Nizza den Cut machen, zumindest für das Hauptspiel. Weil alles, was jetzt ab der nächsten Folge für diesem Spiel, wie gesagt, nur für diesem Spiel, von der ab der nächsten Folge kommt, ist DLC. Wie gesagt, es soll Ende des Jahres in Dänemark kommen, so habe ich es gehört. Ich hoffe ja aber mal auf Spanien, Portugal. Ja, und dann fehlt der ganze Ostblock noch, ne? Slowenien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Ukraine, Russland. Ja, und dann halt, wie gesagt, da oben Skandinavien, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen. Wenn wir dann schon überbittisch machen, dann kann man auch theoretisch die Länder mit reinnehmen. Aber gut, das ist wahrscheinlich alles immer ein bisschen. Ja, und detailliert ist nicht alles. Definitiv nicht. Man erkennt Dinge wieder, ja, natürlich. Wenn man schon mal da war. Wie gesagt, ich habe es euch in Köln gezeigt, ich habe es euch in Leipzig gezeigt, ich habe es euch in Zürich gezeigt, an den Stadttouren. Ich habe es euch damals auf der Strecke in Luzern habe ich euch erklärt. Die Straße, die es da durchgeht, die geht. Müsst ihr euch da die Folge nochmal angucken. Die gibt es so wirklich. Für alles andere kann ich es natürlich jetzt nicht sagen, da wir, wie gesagt, dass ich bisher nicht in die Stadt war. Paris konnte ich es euch sagen, habe ich so ein bisschen gesagt, ja, aber mal drüber jetzt auf deiner Bahn. Sonntagsfahrer. Nein, es ist Mittwoch. Auch da unten Motor steht, das liegt einfach daran, dass das quasi an die alte Aufnahme direkt hinten dran gehängt wird. Und wir ja quasi nicht ins Hauptmenü sind, sondern weil wir ja direkt aus Biarritz durchgezogen haben. Und deswegen steht da unten Motor. So, wir haben die Hälfte. 170 Kilometer und ich gehe euch nochmal auf den Sack. Ich mache mal hier eine Flixbus-Ansage, ne? Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey.
In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Jo, haben wir coole Ansage gemacht und wir haben es plötzlich nur noch bei 100. 10 Kilometern bis nach Toulouse. Das war mal über 300. Jo, geht aber teilweise mal schnell. Also wenn man ein bisschen Gas gibt, wenn man das dran zieht, geht dann durchaus relativ zügig. Moin, moin. So. Du noch 100, hä? Komm, ihr Schleichhammel. So, wenn wir die Etappe abgeschlossen haben, haben wir plötzlich nur noch 700 Kilometer bis zum Ziel. Also ist quasi das Ding hier mehr oder weniger etwas, ja, ein Viertel der Strecke ungefähr. Den habe ich gar nicht, der neben mir da, den habe ich gar nicht gesehen, den gelben. Egal, fliegen wir rechts vorbei, scheiß drauf, lass uns überholen. So, 75 Kilometer nur noch bis zum Ziel. Warum schleicht dir? Warum hast du denn immer so Schleichhammel vor dir? Ich war gut, dass der Standstreifen schön ausgebaut ist, dass man hier ohne Probleme mal durchziehen kann. Komm schon wieder irgendwas angeflogen auf der linken Spur. Ergo, geht's wieder rechts vorbei? Wir machen nochmal Flixbus, weil es gut, weil es so lustig ist. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und Zeitvertrag. Ich weiß gerade echt nicht, was ich so sagen soll, was ich machen soll. Deswegen fahre ich das Ding jetzt nur damit mit dem Stummfilm rüber. Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an.
In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt, nutzt bitte den Fragebogen, wir sind wahrscheinlich recht runter. Euch per E-Mail zuschicken. Mit Richtung Toulouse, oder? Für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Ich hake mal kurz auf den Verzweiger hier vorbei, nicht das Ding. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich hab keinen Führerschein. Bevor wir starten, keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Jo, und das war mal wieder eine kleine Ansage. Hilfe! Oh, ich muss euch aufpassen. Ich möchte ein bisschen zu schnell in die Kurve gehen, da geht der schöne Marsch weg. Das eigentlich nicht sein soll mit zwei Achsen hinten. So, da sind wir schon wieder in Toulouse. Die erste von. Wenn man so sieht, 5 Etappen, ja, natürlich. Wie gesagt, natürlich Nizza, wenn wir das in einem Rutsch fahren. Das ist Schwachsinn, wenn man da jetzt. Kurz zu drehen, dass wir durchkommen. Komm, ich krieg's doch hin. Ich glaube, der ist nämlich hinter dem anderen auch hergezogen. Der hat mitgezogen. Mache ich ja auch immer, wenn es möglich ist. So, jetzt sind wir gleich da. An der Flixbus-Haltestelle hier in Toulouse. Doch, wir müssen geradeaus weiter. Hier, wo wir mal herkommen, kommen wir raus. Müssen mich hier rechts hinter. Super Idee. So was in der Art hätte ich mir für Leipzig gewünscht, weil Leipzig ist es tatsächlich so. Und mal kurz, ich muss mich schon wieder reinstellen. Dass du ein Parkhaus hast, wo du runterfährst. Hier muss ich hin. Toulouse.
Das Ticket cool. Pizza. Hallo. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Ja, könntest du, natürlich. Die Ankunftshalle. Dankeschön. Hallo, hier ist mein Ticket, danke. Champignon, das ist wahrscheinlich nicht seidisch, oder? Tatsche. Achso, die ist... Du da. Bitte so. Danke. Das C. Bin ich hier richtig? Dankeschön. Ja, jetzt muss ich gerade gucken, haben wir alles raus und rein und ja und fertig. So. Manchmal ist das echt ein bisschen schwierig beim Rein- und Rausfahren hier. Perpignan, ja. So, Perpignan sind nochmal 210 Kilometer. So, fahren wir los. Fahren wir jetzt nach Perpignan. 210 Kilometer sind das jetzt noch. Und jetzt muss ich gerade gucken. Doch, wir müssen gerade raus. Hier raus müssen wir. Ich da hochfahre, müssen wir da hinwenden, dann habe ich keine Lust drauf, weil das könnte verdammt eng werden beim Bus. Das ist hier schon zu eng zugebaut alles. Man kann sagen, du darfst doch die Schranke mal hochmachen. So. Ach, jetzt stehen wir hier an dem Stau oder was? Scheiß drauf. Jetzt weißt du, was kann, weil da was kommen könnte, was da auch was kommt. Darum soll man sich also anschneiden. Also interessiert mich das gerade wenig, dass die da jetzt raus durchkommen. Hallo, ich Flixbus, ich muss hier durch. Schön. Ach ja, es wird wieder die tolle Mautstelle, wo wir jetzt nochmal durch müssen. Ich hab doch gerade gezahlt, geht mir doch nicht auf die Eier, ey. So was, juckt mich nicht. Oder einmal außen rum. Ist das die richtige Richtung? Ja, ist es. So, geradeaus weiter. Nehme ich noch Perpignan. Und dann haben wir nur noch Marseille und Nizza. Würde ich mal so spontan behaupten. Ups, aufpassen, dass ich jetzt irgendwie drüber feuern, was wir nicht wollen. So schön drüber und gib ihm. Man macht sich das Leben ja so einfach wie möglich. Und wir werden natürlich auch wieder ohne Pause durchfahren. Das ist eigentlich klar. Scheiße Pause. Ja, eh alles überbewertet hier.
So. Wir fahren mal tanken. Das ist mir sonst zu riskant, wenn ich jetzt bis vorher jetzt gar keine Tankstelle mehr. Also, es wird schon noch eine kommen, aber ich werde sie trotzdem mitnehmen jetzt. Ja, einmal mal. Sicher, sicher, voll machen, damit wir weiterkommen danach. So, dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment. Ihr müsst natürlich, wir haben natürlich nur noch ein Viertel Tank gehabt, deswegen ist es jetzt auch wichtig, gut gewesen, dass wir vielleicht rangefahren sind. So, und dann haben wir Tank voll. Mal kurz 635 Euro gelatzt. Gut, 431 Liter. So, Tank. Achso, ich hatte noch die Handbremse durchziehen können. Also egal, alles gut. Machen wir es so, fahren wir durch. Tank ist voll wieder. Und wir machen uns auf den Weg in Richtung Perpignan. Das sind jetzt auch 160 Kilometer für die zweite Etappe von insgesamt vieren. Genau, wo kann man mit dem Scheiß-Transporter kannst du mal auch schön bremsen, kannst du mich mal reinlassen. Das ist sowieso eine Unart, warum das nicht immer Pflicht ist oder warum das die Leute nicht machen, wenn der Bus an der Haltestelle blinkt, links zu der Karte den reinzulassen. Nö, der wird dann durchgefeuert. Da stehst du nach 5 Minuten, wartest bis zu einer, wo mal auf die Idee kommt, ey, könnt ihr den ja mal reinlassen? Nö, brauchen wir nicht. Einfach im Zweifel nochmal vorbei. Geh weg. Oh, jetzt ist es zu kotzen manchmal. So, jetzt muss ich natürlich wieder schön Schwung holen. Ich habe übrigens den Schwung verloren gerade. So. So, bis jetzt der Perpignan, wir müssen hier geradeaus weiter, ne? Ja.
Warum auch mal? Das war ein kleines Loch wahrscheinlich irgendwo. Gut. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen müde werde langsam, aber ich will das halt, wie gesagt, extrem noch gerne noch durchziehen hier heute. Darum soll man sich also anschnallen. Genau, so ist es. Wenn der Fahrer natürlich fährt, wie der letzte Henker. Passiert das mal durchaus. So, 100 Kilometer noch bis Perpignan. Und dann haben wir's. Also zumindest für den Teil. So, jetzt müssen wir rechts runter Richtung Barcelona und Perpignan. Noch müssen wir darüber. Das Ziel kommt nämlich erst danach. Dann kommt Nizza und dann haben wir es. Dann haben wir es. Aber jetzt haben wir noch, ein paar Meter. Oh, hier links ist das Meer wahrscheinlich. Ah ja, okay, das ist schon so richtig, ja. Hä? Warte mal, wo hängen wir? Ah, da. Ja doch, wir hängen schon richtig drin nach Richtung Perpignan. Alles klar, gut, okay. Ja gut, wir müssen die Ecke hier mitnehmen. Und dann geht's wieder, geht's ja rüber nach Marseille und dann haben wir schon fast das. Also Nizza ist ja auch nicht mehr allzu weit dann, ne? Wenn wir Marseille sind, dann ist Nizza schon fast relativ schnell durch. Also eigentlich haben wir jetzt noch die Ecke hier relativ lange, dann haben wir die nächste vielleicht nochmal lange und dann, ich glaube, dann Marseille-Nizza, das dürfte nicht mehr so weit sein. Da sind wir schon so 100 Pater Quetsche oder 200 vielleicht. Nee. Brauchen wir nicht probieren, weil der zieht sowieso weg. Noch 60 Kilometer nur noch bis unser zweites Ziel insgesamt. Und wie gesagt, das vorletzte wird am Marseille sein. Da können wir noch mal etwas weitere Strecke haben. Alter, genau das meine ich halt, dieses Frühzeug wieder reinziehen, das muss nicht sein, aber zumindest bremst es auch nicht. So, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich selber recht runter. Ist das die Italien-Lackierung hier? Ja doch, ist Italien, klar. Kolosseum. Nee, wir müssen nicht runter, wir müssen jetzt weiter. Okay.
38 noch. Also ja, jetzt geht es relativ schnell. Und dann, wie gesagt, noch Marcel und Liebzer. Nur weil ich todmüde bin, vergiss es. Oh, wie geht's jetzt hier raus? Das ist immer gut, wenn man einen LKW doch überholt vorher. Sorry, mein Fehler. Alles verschüttet. Danke. Aber Hauptsache, ihr dürft geradeaus weiterfahren. Wir nicht. Ich sage, wir fahren ohne Pause das Ding durch. Wuppen das Ding hier noch irgendwie durch heute. So, das ist ein Kreisverkehr, da können wir schön drüber. Komme ich einfach durch? Scheiß drauf. Vielleicht dann doch mal das Navi nutzen? Ey, halt doch die Füße still. So. Habt ihr schon wieder so eine scheiß Maulstelle, wisst ihr? Gar nicht clever, aber die Kutze ziehen wir da einfach schon außen vorbei. Zack. Zeit gespart. Noch 9 Kilometer bis zum Ziel, bis zum Ladespot. Slot, wie auch immer. Haha, da wedelt der Palme. Fährt ja nicht besser als ich. Boah, hab ich deine Bordsteine getroffen? Deine Mutter hat einen Bordstein getroffen. Deine Mutter ist der Bordstein. Alles überbewertet hier, Ampeln, warum auch immer. Sonntagsfahrer. Nee, Mittwoch immer noch. Ups. Darum ist mein. So, Pavillon gehört auch uns. Haben wir doch alles offen? Was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Hallo, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Natürlich kannst du ein Ticket von mir kaufen. Warum noch nicht? Hm. Danke. Moin, ich hoffe, ich bin sehr freundlich. Hi, sieh cool. Grüezi, hier und Dankeschön. Salut. Auf geht's. Servus. Ich glaube, Sie fahren doch nicht in meine Richtung. Ich bin gesehen, das ist auf geht's. Ciao. Ich auf geht's. So, habe ich jetzt alle? Nee, die nicht. Mahlzeit. Hier mein Ticket. Danke. Marcel, ja. Jetzt habe ich wieder vergessen, irgendwas zuzumachen, was ich soll.
Wer kommt auf so eine Kacke hier eigentlich, mehr oder weniger? Gut, ich kann. Alter, wer kommt denn hier auf die Idee? Wer baut denn hier alles zu? Wer kommt auf so ein Scheiß? Wer zur Hölle denkt sich denn Mist hier aus? Oh, 313 Kilometer nach Marseille. Ich hab Vorfahrt. So, jetzt haben wir noch mal eine etwas größere Tour. Bis nach Marseille, 300, wie gesagt, 313 Kilometer sind das. Und wenn wir die durch haben, geht es eigentlich relativ schnell, glaube ich, bis Nizza. Also Marseille haben wir jetzt auch, Nizza haben wir jetzt auch. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Gehen wir den Leuten mal ein bisschen auf den Senkel. An Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Hier wird man ja bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernutzen. Gleich schlecht. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Schön drüber knallen. Für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus.
Genau so ist es. Und damit geht's weiter. Unsere vorletzte Destination heißt heute Marseille. Dann hätten wir sie, glaube ich, komplett, ne? So, 250 haben wir noch knapp. Aber mit der Langkunftszeit so 2.12 Uhr sein, das werden wir wahrscheinlich deutlich. Nicht gerade ein Rasthof? Hast du einen Rasthof gesehen? So, ich denke mal, wir waren jetzt straight Richtung Marseille und Nizza. Die Frage ist, ob wir Nizza am Hellen ankommen. Ich würde sagen, nein. Mit Sicherheit nein. So, 230 haben wir noch. Geh mal weg da! Oh, Alter! Da, weg! Wo ist sie? Sie haben meckert noch kein Fahrgast. Mir ist die Klimaanlage zu kalt. Nein, ist er nicht, weil, wie gesagt, stellt ihr auf 21,5. 21,5. Und dann meckern die nicht, wenn die Fahrgast. Wenn ich jetzt auf 22 wahrscheinlich stelle, wird sie meckern, mir ist zu warm. Probieren wir es doch mal aus einfach, oder? Mal spannend, wie gesagt, die werden zwar ja mit garantierter Sicherheit meckern. Ah, es fängt ja zu regnen, oder? Hier ist ganz schön warm drin. Da bin ich in der Sauna. So, bald haben wir schon nur noch nur. Jetzt haben wir schon bald die 100 da drin. Also 210 Kilometer sonst doch. Immer noch Mittwoch. So, 195 Kilometer noch bis nach Marseille. Und dann haben wir nur noch eine relativ kurze Strecke, vermutlich. Sagen wir mal 150 vielleicht noch. Bis nach Nizza. Und dann sind wir durch. Haben wir jetzt irgendwo noch eine Abfahrt oder so, die ich mal nehmen muss? Ja, irgendwie ganz hinten, ne? Wir fahren jetzt erstmal geradeaus. Ja, bis zum nächsten Parkplatz und dann fahren wir rechts runter. Da
Also nicht der jetzt hier, sondern der danach. Tanken brauchen wir nicht, da fahren wir. Tanken brauchen wir heute nicht mehr. Oder überhaupt erstmal, zumindest vorher zu diesem Let's Play nicht mehr. Wie gesagt, es kann irgendwann mal ein DLC noch kommen, dass wir zocken werden. Aber jetzt erstmal fahren wir es durch. Jetzt erstmal fahren wir es durch. Komm, schön über den Standstreifen, so wie man es richtig, so macht man es richtig. Ich glaube, ich bereue das gleich. Da wird bestimmt einer von den LKWs, ich zieh bestimmt jetzt rüber nach dem Moos. Wir wollen auch gar nicht raus, wir wollen nämlich direkt hier rüber. Und es geht nämlich jetzt nach Marseille Straight. 160 Kilometer haben wir noch. Also 165. Ist das für 22 Meckern die nicht? Normalerweise sind die mal direkt sofort Mika. Typisch Deutsch halt. Jetzt gucken wir mal kurz eins hoch. Mal gucken, was sie jetzt sagen. Also bei 21,5 und 22 sagen sie nichts bisher. Bei 22,5 sagen sie auch bisher noch nichts. So, 140 noch. Die haben wir nämlich jetzt. Die 140er Marke. Ja, siehst du, wenn ich gerade nach, dass ich relativ wenig quatsche, sondern nur fahre. Ich wüsste ja gerne, wie das Radio angeht, damit wir mal ein bisschen Mucke hören können, aber scheinbar geht's nicht. Ich habe zumindest die Sache noch nicht gefunden. So, ich glaube, hinter diesem Parkplatz müssen wir jetzt gleich rechts runter. Weil er sagt nämlich hinter einem Parkplatz oder was, ne? Ja, das ist genau der, den ich meine. Hier müssen wir jetzt rechts raus. Das heißt, wir können schon mal auf die richtige Spur einordnen, weil jetzt kommt vielleicht die Ausfahrt. Genau, Marseille und Nizza. Also dieses Nice, was da oben dran steht, ist Nizza. Warum auch immer die gerade das hier auf Englisch haben. Ja gut, Nizza ist ja der deutsche Name. Ich denke mal nicht, dass es Nice ausgesprochen wird, sondern Nice oder sowas. Dass es Französisch sein soll. Was natürlich Sinn macht, ne? So, bald haben wir es dann. 120 Kilometer noch bis Nizza, bis Marseille. Schön wäre es, wenn es bis Nizza wäre. Das würde aber bedeuten, dass das Let's Play zu Ende ist. Mit 24 Folgen, wie gesagt, dann am Ende. Das hier ist jetzt Folge 24. Noch. Dauert jetzt nicht mehr so lange, bis wir zweistellig werden. Und es wird dunkel mittlerweile. Also wir werden, wie gesagt, Nizza klar bei Nacht erreichen. Schade eigentlich, ich hätte euch ein bisschen was gezeigt. Aber
Ich habe jetzt nicht dran gedacht, die Strecke neu zu laden, früh um 8, sondern ich bin aus Biarritz direkt mehr oder weniger durch. Wir sind seit Lyon? Lyon, glaube ich, am Steuer, ne? Ja, ja, seit Lyon. Am Steuer, wir haben hier die ganze Ecke mitgenommen. Gmoges, Bordeaux bis Biarritz und dann hier unten die ganze Ecke. So, und da sind wir schon zwei Stunden, 94 Kilometer nur noch bis Marseille. Ich krieg hier noch eine Thrombose. Oh, fahr doch jetzt mit deiner Scheißkarre. Hey, wenn er mal überholt, wenn man lässt es, weißt du, schön ausbremsen. So, muss man aufpassen, nicht, dass wir hier da wo in der Bordschrank, in der Leitplanke segeln. Ja, er sagt natürlich, Mika, Pause, 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 Pause. Weil ich fahre jetzt das Ding nicht durch, ich will das Ding jetzt nach Hause fahren. Ich habe gehört, Nizza soll sehr schön sein. Da brauchen wir keine Pause. Leider sind wir. Wie gesagt, habe ich nicht nachgedacht. Ich hätte gute neue Laden bis zum frühen 8. Wäre schön gewesen. Leider werden wir Nizza nicht im Hellen erreichen. Auch schon wieder so ein Autobahnparker. So, wir können jetzt also Lyon, Grenoble brauchen wir jetzt nicht, sondern wir machen erstmal straight geradeaus. Wie gesagt, dann kommt die letzte Destination, nämlich also Marseille ist jetzt das längste Stück. Danach sollte es eigentlich nicht mehr allzu viel sein. Lass es mal vielleicht irgendwo zwischen 150 und 200 Kilometern sein. Das ist so. Ja, das ist halt nur noch diese Ecke hier dann am Ende, ne? Das, was wir jetzt gerade kommen, bis nach Nizza. Also jetzt müssen wir hier raus, fahren wir nämlich Marseille an und dann ist der Rest noch Nizza. An der nächsten Autobahnabfahrt. Jetzt kann ich jetzt irgendwo noch einen. Ein Schild steht, wie weit es bis nach Nizza geht. Das müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Da kann man ja die 50 Kilometer aufrechnen. Und da wissen wir es ja ziemlich genau. Aber ich glaube, das vermute ich, dass es zwischen 150 und 200 sind. Bis zum Ende. So, wir müssen jetzt hier rechts raus. Aber wo steht hier? Steht hier kein Schild? Schade. Ich hätte jetzt gerne, ich hätte zu gerne noch gewusst, was jetzt auf dem finalen Stück dann so auf uns zukommt. Wie gesagt, ich gehe mal von 150, 200 Kilometern aus. Komme ich da ohne weiteres durch? Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt. Nur weil ich den Kreisverkehr geradeaus weiterfahre. Ah, ich komme nicht vorbei. Und ich muss tatsächlich sogar zugeben, ich bin tatsächlich jemand, ich kann mich ganz, ganz schlecht orientieren. Also wenn ich von meiner gewohnten Route abweichen muss, für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Busfahrer, ja, ich bin tatsächlich, wenn ich da von meiner gewohnten Strecke abweichen muss, bin ich raus aus der Nummer. Da muss ich mich auch durchaus mal von Fahrgästen leiten lassen oder beziehungsweise mal die Strecke mal ansagen lassen soll. Muss ich mir von Fahrgästen mal die Strecke ansagen lassen. So, mein Gott, herzlich willkommen.
Guten Morgen und aufwachen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, es ist doch schon öfters mal vorgekommen. Also wie gesagt, da sollte man doch dazu stehen und mal sagen, hier, sorry, klappt nicht. Ich habe mich verfahren. Da, sag mal hier, was Sache ist. Dann ist es so. Da ist ja auch keiner böse, sondern hilft dir gerne mal. So, Marseille. Kilometer noch und dann haben wir nur noch das ganz große, das letzte Stück nach Nizza. Nizza, Departure and Arrival. Ups. Ich wusste, die Kamera, wollte die Kamera eigentlich wieder justieren, deswegen war es gerade so. Hier ganz genau müssen wir nicht, da müssen wir. Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Was? Wie einschlafen? Ich? Nö. Niemals. So, dann fahren wir jetzt hier links. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen orientieren. Hier lang müssen wir, ne? Ja. Warte mal. Jetzt muss ich mich gerade nur orientieren. Wo müssen wir denn da lang? Habe ich die Haltestelle verpasst? Kann das sein? Nee, ne? Komm ich denn da hin? Bin ich jetzt gerade so im Gedankenflow gewesen, dass ich die Haltestelle nicht gesehen habe? Oder macht ihr mir gerade übelste Sorgen, Marcel? Hier muss ich doch nicht durch, oder? Nee, das ist falsch. Ja, ernsthaft, jetzt bin ich jetzt komplett aus dem so ein Flow drin gewesen, gerade beim Quadrat, dass ich echt die vergessen habe, die Haltestelle. Wir hatten die Scheiße hier aufgebaut. Mal kurz.
Sinn? Spar? Hä? Ist die Tankstelle? Laut der Dings muss ich ja hier unten durch? Nee. Nee, auch nicht, hä? Sag mal! Was war das denn? Was ist das für eine... Hä? Wir stehen in Marseille. Leute, sag mal, was macht ihr hier mit mir? Nein, ich bin doch nicht jetzt raus. Wo will der denn? Ich frage, wo will der denn mit mir hin? Hier durch ist klar. Ich habe gerade keinen Plan, wo ich überhaupt bin. Laut der Karte ist das hier. Mit Sicherheit müssen wir doch nicht da rechts rein, oder? Sag mal, wir hatten die Scheiße hier erfunden. Nur eine Frage, nächste Frage. Das wäre jetzt aber ein verdammter Scherz, wenn... Nein, warte mal. Alter, wer baut denn den Mist hier? Alter, wir sind kurz vorm Ende des... Tatsächlich hier vorne. Ich habe jetzt echt mir ernsthaft gedacht, dass ich jetzt hier raus bin aus der Nummer. Und wisst ihr, wo die Scheiße ist? Hier vorne. Ich habe wohl gerade sagen, ich hatte mich jetzt echt verfahren. Nein, habe ich nicht. Nein, weil die Map bei das Ding irgendwo auf einmal endet. Okay. Was für Kackpassagiere? Da stehen die. Och Leute, ey. Mahlzeit. Ich danke sehr. Hallo? Hier, danke schön. Alles, was jetzt Mahlzeit. Nicht Nizza ist. Vielen Dank. Mahlzeit, bin ich danke. Tag, ich hoffe, ich... Mein Fehler. Guten Tag. Cool. Mahlzeit, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Nein. Mann. Guten Tag, das Ticket. Auf geht's. Tja, fahren Sie in meine Richtung? Ja. Hallo, mein Ticket. Dann suche ich mal meinen richtigen Bus. Ja, viel Erfolg dabei. Was willst du jetzt von mir? Moin, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen haben. Nach Nizza. Du willst doch jetzt mal ausnahmsweise mal dahin, wo ich hin will, wo ich noch hinfahre. Oh, ist das ekelhaft. Also, oh, schlimm. Ey, weißt du, der letzte Slot... Der letzte Slot. Und dann hast du so Probleme dabei. Da findest du jetzt die Stelle nicht.
Weißt du, da findest du jetzt die scheiß Stelle nicht? Weil dir das auf der Karte anders anzeigt, als er ist? Sag ja, mit Ansage. 150, 100, 150, also 150, 200 Kilometer bis Nizza. Okay. Ich muss zugeben, ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass es 230 sind. Alter, weil ich mich jetzt immer verfahren habe, hätte ich fast die Folge schnibbeln müssen. Also das Video schneiden müssen. Das drin wissen über die Playstation. Na gut, dann machen wir uns auf. Das letzte vorletzte Ziel ist es. Weil Departure ist ja quasi das vorletzte Ziel. Arrival ist das finale Ziel. Aber jetzt werden wir es erstmal so kriegen. Also wie gesagt, sorry. Weil auf einmal hat das Ding nämlich hier geendet. Und du musst ja, also wir haben es ja hier gesehen, aber du musst dann hier irgendwie komplett irgendwo rumgurken. Dann ging das hier links, das hat er mir nie angezeigt, und dann einmal außen rum. Und ich dachte, wie gesagt, schon Gent war verwirrend in Belgien. Das Ding hier ist aber eine andere Hausnummer. Ich hoffe, dass wir jetzt ohne unliebsame Überraschung weitermachen können. Das war jetzt das Ding, erstmal final zu Ende fahren. Wie gesagt, 225 Kilometer sind es jetzt nochmal. Ich war jetzt bei 150 bis 200. Das war so mein Ding. Aber okay. Naja, ist halt jetzt so. Und dann ist es nur Departure. Aber da glaube ich, im Spiel anzeigt immer so 60 Kilometer. Das stimmt nicht. Die Flughafenhaltestellen sind nicht 60 Kilometer auseinander. Das kannst du mir sowas von nicht erzählen. So, jetzt haben wir gleich die magische 200er Marke. Die letzten 200 Kilometer sind es eigentlich tatsächlich, weil, wie gesagt, Departure und Arrival wird wahrscheinlich ziemlich nah beieinander sein. Das wird wie in Frankfurt sein, das ist irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilometer auseinander. Nicht mal 10 Kilometer, ich glaube 5 Kilometer oder so. Ah. Ups, ja. Da habe ich die Kurve ein bisschen weit genommen. So, einmal kurz die Karre anschieben. Wir machen hier nämlich weiter. Hallo. Sonntagsfahrer. Nein, es ist immer noch Mittwoch. So, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Voll in Milan. Boah, Alter. Ja, da bin ich nicht mit gerechnet, dass du da mit reinbaust. Ja, schlimm sowas, ne? Guck mal, ich knall jetzt hier gerade einmal kurz drüber. Ist Ihr Navi kaputt? Upsala. Da war irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Nein, das Navi ist natürlich nicht kaputt. Nur ich habe keinen Bock, jetzt gerade da irgendwie durch den Kreisverkehr zu fahren. Ich nehme nur alle Abkürzung mit, wie ich will. Ja, wie gesagt, das sind ja halt die letzten 180 Kilometer nochmal. Ich habe die Leute nicht mal auf den Sack gegangen, ne? Schlange nicht mehr. Moment. Irgendwas für Autobahn. Also jetzt irgendwas einzustellen. Da liegst du nachher wieder auf der Seite oder so.
Gehen wir mal den Leuten auf den Sack mit einer konkret großen Ansage, Junge. Und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städte für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. So ist es. War da irgendwie gerade ein Schild von wegen Polizeikontrolle auf der anderen Seite? Wir hatten ja auch schon lange keine mehr auf unserer. Wir würden sowieso wahrscheinlich so viel Ärger bekommen, weil wir quasi beide Routen jetzt ohne Pause durchgeknallt haben. Aber das ist mir scheißegal. Ein Oliver Kahn. Scheiß auf die Pausen. Der fährt einfach Bus, der fährt durch. Und ansonsten beißt er den Polizisten den Kopf ab. So, 110 Kilometer noch, liebe Leute. Dann haben wir das Ding auch schon wieder. Dann haben wir das Ding auch schon wieder durch. Oh, guck mal, wir sind schon zweistellig. Nicht mal ganz mehr. 100 Kilometer noch bis zum Ziel. Also bis zum
Eigentlich vor ist es ja, ist es das vorletzte Ziel. Also das ist ja die Abflughalle Departure. Ja, müsste ja weil wir bis hier Ankunft sein. Ah, freue ich mich, wenn ich auch wieder bald im Flugzeug sitze. So, keine 80 Kilometer mehr. Noch 70. Mit einer Ansage machen wir noch mal. Herzlich willkommen bei Flixbus. Nochmal, um die Leute ein bisschen uns, zu nerven. Dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, mal kurz was machen. Schaut's doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. 40 Kilometer! And that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you and enjoy traveling with Flixbus. Mittwoch. Quasi ein Tag, nachdem ich jetzt, wir haben ja jetzt auch Mitternacht, ein Tag später kommt diese Folge raus. So, die letzten Meter, liebe Leute, 23 Kilometer noch bis zum Departure. Und dann haben wir noch ein bisschen zum Arrival, dann sind wir aber durch. Wir sind nämlich am Flughafen von Nizza.
So, jetzt kommt wieder irgendeine verwirrende Scheiße, wo ich nicht weiß, wo ich lang muss. Mit Sicherheit. Irgendwas kommt jetzt nochmal zum Abschluss. Offiziell auf 14 Kilometer, wo will der denn überhaupt hin? Komplett auf die andere Seite oder was? Klemmt das Gaspedal oder warum rast der so? Willst du denn überhaupt hin? Du willst jetzt da nicht drehen oder was? Warte mal. Warum willst du da drehen? Ich kann hier abbiegen. Ja, ja. Vermutlich sagt er hier, nee, andere Seite abbiegen. Ich pfeife was rein. Ich sag, ja, also ob ich jetzt einen Fick auf irgendwelche, oder beziehungsweise, ob ich hier irgendwas jetzt gemacht. Ich krieg hier noch eine Thrombose. Ich weiß mir scheißegal. Eine Thrombose. So muss ich jetzt hier durch? Ja, hier muss ich durch, ne? Genau, eine Schranke ist immer eine gute Idee. So, hier stehen nochmal 50 Leute, die wollen jetzt alle nochmal mit. In letzter Linie steht immer gar keiner, weil ich muss eigentlich da rüber irgendwo. Und ich hätte gar nicht mal hier hoch gemusst, ich hätte nicht runter gewusst. So ein Scheiß. Oder? Nein. Ist schon richtig so. Doch, doch, ich bin nur ein paar Meter zu weit hinten gewesen. Noch sind wir nicht zu 100% da. So, und warum hier Köpfe, Knallköpfe für die paar Meter jetzt noch ein Bull? Ja, ja, nice survival, das ist jetzt irgendwie so. Du willst natürlich auch ein Ticket haben nach. Oh ja, ist ja gut. Warum fahrt ihr nicht mit was anderem oder geht zu Fuß? Die 2 Meter jetzt da, weißt du? Und da habe ich jetzt auch irgendwas auf dem Leer, finde ich mir. Alles ist jetzt wieder weniger abgebucht. Also abgearbeitet, so ist es richtig. So, jetzt muss ich. Warte mal. So, wir sind jetzt nochmal 19 Kilometer, alles klar. Ja, liebe Leute, nach nun jetzt 24 Folgen beendet hier jetzt heute der Fernbus-Simulator. Es hat doch Spaß gemacht, definitiv. Es sind viele Städte, die man durchaus wiedererkennt. Ja, Hilfe. Andere Städte, wo ich mir denke, oh Gott, was ist denn das hier? Also ich habe euch da zum Beispiel in Leipzig gezeigt. Was Sache ist, da ist halt einiges anders. Guckt da nochmal die erste Folge, bitte. Köln hat man wieder erkannt. Der Dom sah halt ein bisschen, ja, sah halt nicht nach Dom aus. Mittwoch. Und, ja. Aber trotzdem, obwohl es viele, viele Bugs gab. Wir sind ja, glaube ich, kurz vor Gelsenkirchen mal irgendwo aus der Map geflogen. Aber, wie gesagt, doch, am Ende hat das ganze Ding durchaus Spaß gemacht. Sag mal, willst du jetzt schon wieder rechts?
Ich komme doch gerade von da. Aber jetzt fahren wir nämlich unten lang, oder? Ja. Eben sind wir. Warte mal. Arriving, Parking Car. Scheiße. Ich habe mich verfahren. Geil. Und dann passiert das noch jetzt nochmal kurz vorm Ende. Ich habe nämlich nur Arrival gelesen, deswegen war ich auch immer drin in der Nummer. Ja, das Ding hatte sehr, sehr viele Bugs. Wie gesagt, in Gelsenkirchen sind wir von der Map geflogen. Ich erinnere an die Schilder in Holland. Zwischendurch gab es ja, glaube ich, mal irgendwo Traktor auf der an der Brücke oder fliegende Traktoren oder was auch immer. Und ja. Aber wie gesagt, auch wenn ich natürlich weiß, ich bin hier gefahren. Wieder jetzt der Henker, meine Fahrgäste beschweren sich teilweise nicht ganz zu Unrecht. Aber, wie gesagt, wo willst du denn jetzt da lang? So, eben bist du hier lang, ne? Willst du mich verarschen jetzt? Arrival, Departure. Ich hätte unten lang gemusst, doch, oder? Wir stehen sie immer noch. Warte mal, ich muss jetzt gerade mich noch mal ein bisschen noch mal ansetzen. Wo muss ich denn da runter? Ich muss wahrscheinlich unten anhalten. Ups. Das will gar nicht mehr, dass er mich verklagen wird. Ich habe da der Rehfeierabend. Oh, Alter. Habt euch Palette jetzt einen Unfall am Mann. Ich muss jetzt gerade mich echt nur. Jetzt muss ich mich eigentlich orientieren. Jetzt weiß ich nämlich gerade so. Weil das Problem, die alte Linie ist doch da. Der jetzt unbedingt die ganze Zeit diese Wendung da hinten haben will. Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren. Ja, ich bereue es gerade. Wie gesagt, das sind jetzt die letzten Meter dieses Let's Plays. Habt's. So, ich muss mich sehr wahrscheinlich jetzt links halten irgendwo. So, der will jetzt hier hoch. Aber warum muss ich da hoch? Wo muss ich denn da lang? Die Patches. Mit garantierter Sicherheit muss ich hier lang und nicht geradeaus. Oder auch nicht. Muss ich denn da lang? Alter, geht ihr mir auf den Sack gerade? Oh, geht ihr mir gerade auf die Eier, ey? Mit eurem Kackflughafen. Wo muss ich da runter? Wo muss ich da lang? Wo zur Hölle muss ich da lang?
Nochmal, das ist der letzte Halt eigentlich, aber wie gesagt, ich muss sie hier einbauen. Ich fahr jetzt? Komm jetzt nicht rum, oder was? Ich fahr jetzt hier lang einfach. Aber wo zur Hölle muss ich da lang? Also ich muss gerade sagen, ich bin froh, dass ich das gerade im Dings bekomme, im Let's Play fahre. Wo muss ich denn da hin? Wo willst du mich da hinbringen? Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Halt doch die Fresse jetzt. Warte mal. Wo will der jetzt hin mit mir? Du musst jetzt offiziell da wenden. Das ist aber oben die erste Haltestelle. Das muss oben doch irgendwo die erste Haltestelle sein. Ich war doch aber oben. Oder es ist doch nicht oben, nicht unten. Ich habe keinen Plan, ey. Das ist doch nicht wahr jetzt, ey. Er will doch da hoch. Doch da runter. Weil die Haltestelle ist da unten. Ich muss da ja runter. Und zwar nicht außen und nicht hoch, wie er das mir da gerade weiß machen will, sondern runter. Ich muss da rechts. Das ist mein Fehler die ganze Zeit. Oh, Leute, ey. Sorry, das ist so ein beschissener Kackflughafen. Wer hat denn den Mist eigentlich hier jetzt gerade hingesetzt, ey? Weil der mir die ganze Zeit hochfahren wollte. Beziehungsweise, der zeigt mir das zumindest so an. Nein, er sagt, es ist nicht richtig, es ist falsch, es ist runter. Ich weiß, wo die Haltestelle ist. Ich habe dich jetzt gerade gesehen, ja, aber wie gesagt. Hoch, ja, und dann nochmal runter. So, also. Deswegen habe ich jetzt auch das, die Außenansicht, damit ich jetzt ein bisschen mehr sehe, was da Sache ist. Das Gute ist, wir fahren in der Nacht. Das ist jetzt nachts um 1:30. Also. So, jetzt. Und zwar will der jetzt hier links, oder? Warte mal. Nee. Hier wieder jetzt nicht lang, sondern hier lang. Wenn ich es richtig gesehen habe. Wenn ich es richtig gemacht habe, dürfte ich jetzt hier richtig sein. Weil da vorne sind die Flixbusse. Oh, ist das ein ekelhaftes Ding hier. Wie? Okay. Ist es zu früh? Wir haben noch nicht mal eine Ding. Ich habe eine Trophäe gekriegt für irgendwas. Puh. Ich wundere mich, dass wir noch gar keine, dass wir gar keine Trophäe, dass wir eigentlich gar nichts haben. Ich wundere mich, dass wir nichts freigeschaltet haben. Wieder in Deutschland, also ich vermute, ich habe nicht ganz eine Haltestelle vergessen, oder? Na gut, wir sehen uns dann, wie gesagt, wieder, wenn irgendwann mal das DLC kommt. Ich bin raus heute mit dem Bus-Simulator, mit dem Fernbus-Simulator und ich freue mich, dass ihr mich begleitet habt über diese 24 Folgen. Einmal quer durch Europa. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende dann doch angekommen. Naja, ich bin raus, ich hab es gefeiert
Und vielleicht gibt es morgen was Neues. Bis dann. Wenn man noch nicht ganz, kann sein, dass dann im Sommer was kommt. Sag mal, 1126 Kilometer. So, und jetzt wundere ich mich, warum nichts weiter passiert. Jetzt wundere ich mich, dass nichts weiter passiert. Warum auch immer. Ich befürchte, wie gesagt, dass irgendwo eine Haltestelle übersehen wurde. Aber eigentlich? Aber eigentlich? Aber eigentlich dürfte... Hamburg, B. Wilhelmshaven. Vielleicht gibt es auch einfach keine. Ich wundere mich halt, wie gesagt. Ich bin da gerade noch nicht ganz hundertprozentig überzeugt, dass wir irgendwo alles freigeschaltet haben. Ich glaube, ich befürchte, dass wir eines, irgendwo eine mindestens übersehen haben. Zur Hölle. Ich find's raus bestimmt irgendwie. Vielleicht habe ich auch, gibt's auch die Trophäe gar nicht. Und ich mache mich gerade umsonst verrückt. Naja, ich bin raus. Bis dann. Tschüss.